So, Freunde, jetzt kommt unsere Lieblingskategorie zum Schluss. Die fünf schnellen Fragen hier auf VipVelo. Fünf schnelle Fragen. Ich bin gespannt. Oh. Halten wir dazu an? Ja, da kriegen wir nämlich jetzt nochmal einen Umschlag. Von Uwe einen Umschlag. Ich möchte gleich sagen, die Fragen. Vielen Dank, Uwe. Die Fragen sind von Uwe. Und, die hat er sich überlegt. Die hat er sich überlegt. Ich habe sie vorher nicht gesehen. Ach. Und ich finde, das sind immer super Fragen. Ja, finde ich toll. Ich finde die auch immer super. So, wir können ja mal so ganz langsam so Richtung Schwurz, aber so. So, Frage 1. Gestorben durch einen Axtmord am Ostkreuz oder an Flatulenz? Wer sollte das? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Ach so, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, ob es einen Axtmord da gab. Weiß ich nicht. Ich weiß es jetzt auch. Ja, das ist Uwe. Gibt es eine Auflösung? Nee. Ja, vielleicht gibt es eine Auflösung? Uwe? Lieber gestorben durch einen Axtmord am Ostkreuz. Ja, das musst du ja auch hinschreiben. Ja, wenn du nicht richtig liest, kann ich nichts dafür. Gestorben durch einen Axtmord am Ostkreuz. Warum? Da steht doch gestorben durch. Einfach die zweite, der Prosecco ist aber nicht bekommen. Naja, ich würde dann aber sagen, also wenn ich schon sterben muss, dann bitte nicht mit einem Axtmord, da würde ich mich lieber totpupsen. Ja, das glaube ich auch. So, Weihnachten bei der Familie oder alleine mit Fuji? Alleine mit Fuji Hammer. Auf jeden Fall. Wadenwickel oder Aspirin? Aspirin. Sehr gut. Schwarzfahren in Linie 8 oder bei 35 Grad mit Linie M41 zum Hauptbahnhof? Nee, Schwarzfahren, ja. Und jetzt Lady Gaga oder Andrea Berg? Auf jeden Fall Lady Gaga. So, obwohl, meine Freundin Jutta findet ja Andrea Berg so toll. Die sieht ja auch ein bisschen ähnlich aus. Sie hat, die sieht ja auch diese vertrocknete Haut. Hat Jutta ja auch. Merke, ihr seid richtig gute Freunde. So, wir fahren jetzt mal, das war. Ja, jetzt müssen wir noch die letzten Meter. Sag mal, hast du uns schon abonniert und die Glocke aktiviert?